Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen Minecraft Popzone basiert auf das Modpack Project Ozone 3. So, Alter. Wie lang ist der denn, Alter? Krass. Wie lang ist der denn? Der war doch nur ein paar Stunden online. Alter. Hallo? Wie hoch ist denn der? Ey, 191. Läuft. Mal gucken. 260 ist, glaube ich, höchste maximale Bauhöhe, glaube ich, ne? Mal sehen, wie lange das noch dauert, ob wir dann wirklich so weit hochkommen. Das Einzige, was mich wundert, ist, warum die Kaktus nicht so hoch geht. Das weiß ich nicht. Warum das so ist, ich kann es dir echt nicht sagen. Der geht nur 5 hoch. Aber den muss ich halt regelmäßig abernten, dann passt das auch wieder. Dann ist das auch voll okay. So, ich habe, kann ich ja nochmal zeigen. Ich habe nämlich, um das mal einfach nochmal zu erklären, ich habe ja hier diesen großen Quibit Cluster Level 5. Den habe ich jetzt voll gemacht. Also wir kriegen den auf 62,5 Millionen. Das ist jetzt als Reserve drin und da können wir jetzt mitmachen, was wir wollen. Dafür hat aber auch der Generator hier ganz fleißig gescheppert. Und zwar habe ich ja jetzt Grid Power und jetzt siehst du hier, dass ich 36,38 Grid Power in Use habe von insgesamt 106. Und zwar habe ich hier drin jetzt nochmal 4 Speed-Upgrades reingepackt. Und dementsprechend kann ich das jetzt auch nutzen. Der ist jetzt auch voll. Das heißt, der produziert jetzt nur noch das, was er wirklich unbedingt muss. Von daher alles gut. Nur wir haben jetzt, wie gesagt, 4 Speed-Upgrades drauf. Der produziert hier erstmal ganz ordentlich Saft, so dass wir das auf jeden Fall erstmal mit nutzen können als anfängliche Stromquelle sozusagen, die wir gut nutzen können. So, des Weiteren habe ich ja in der gestrigen Folge dezent überzogen. Deswegen wird die heutige etwas kürzer, nicht wundern, denn ich muss sagen, guckt ihr eigentlich, das frage ich mich jetzt wirklich, guckt ihr eigentlich diese langen Folgen, die auch 30 Minuten gehen? Schaut ihr das wirklich durchgehend an oder ist das so nach 10 Minuten Feierabend oder spult ihr nur vor oder wie auch immer, so im Schnelldurchlauf? Macht ihr das? Schreibt das bitte mal ins Kommentar, das interessiert mich wirklich. Diese 30 Minuten vor. Ich meine, ich habe ja gesehen in den Statistiken, du kannst ja auf YouTube dir Statistiken aufrufen und da siehst du ja dann immer, wie lang durchschnittlich Videos geklickt werden und so weiter und so fort. Und da sieht man auch die Viewzeit im Schnitt. Bei mir die Viewzeit liegt bei 12 Minuten. So, jetzt ist die Frage, kann man sich das geben, dass ab und zu mal so eine XXL-Folge kommt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich habe noch die Eisessenzen, also den Ice-Seed gemacht. Ich war im Twilight Forest und habe mir da noch ein bisschen Packeis geholt, also Eis geholt, gefrorenes Eis und Kugel, eine Mark und so, weißt du, und dementsprechend, das habe ich mir weggeholt. Hier kannst du nochmal schauen, habe ich hier, glaube ich, da, ne? Habe ich ein bisschen was gemacht, weil ich habe ja hier die Silk Touch Pickaxe und das habe ich da einfach mal ausgenutzt und habe mir von da, wie gesagt, das Eis geholt. So, des Weiteren würde ich ganz gerne tatsächlich, damit es vorwärts geht. Nein, das machen wir später. Damit es vorwärts geht, würde ich tatsächlich anfangen. Wo bin ich denn hier? Hallo? Hallo? Ah, hier. Wie machen wir denn jetzt weiter? Was machen wir denn weiter? Machen wir. Also, wir gehen, glaube ich, erst hier weiter. Den Wither-Bilder, den brauchen wir ja auch noch. Alter, warte mal, Wither-Bilder? Ah, können wir gar nicht machen. Wir brauchen nämlich einen Nether-Star. Aber haben wir nicht hier Wither-Proofed? Prophet. Wither-Prophet. Reinforced Obsidian. Das ist nämlich Wither-Proof. Wenn man da jetzt Grants of Infinity nimmt, Dark Iron Bars. Obsidian ist keine Frage. Aber Dark Iron. Können wir das casten? Oh, das können wir allein sozusagen casten. Molten Obsidian? Kohle. Das ist, glaube ich, einfach nur Kohle, ne? Melting, genau, das ist Kohle. Komm mal her. So, das ist Kohle. Das heißt, haben wir hier nicht noch eine 2-Milli-Bucket ein? Also 1, 2. Molten Steel und Molten Obsidian. Molten Steel? 1, 2 ist klar. Molten Steel.
wird gemacht aus Kohle und Eisen. Okay, das heißt Kohle und Eisen und dann das Ganze eben nochmal mit, das sollte glaube ich machbar sein. Warte mal, Eisen? Kohle. Komm mal her, dann können wir das nämlich auch einmal reinschmeißen. Kohle war glaube ich 2-1, ne? Das passt schon, glaube ich. Dann können wir nämlich das einmal da. Dann können wir nämlich mal einen ganz gefährlichen Trick machen. Das geht ja schnell. Das ist schön. Wenn das so schnell geht, dann musst du ja erstmal drauf kommen. Ach, jetzt weiß ich. Ah, alles klar. Okay. So. Achso, ich habe. Genau, ich habe die hier nochmal angefangen, habe da ein paar Dings drauf gemacht. Reinforce 2, wie gesagt, Silk Touch. Silk Touch können wir auch nochmal ganz kurz schauen. Silk Touch, dafür habe ich gemacht diesen Silky Jewel, muss man auch dazu sagen, Silky Jewel, das machst du aus einem Emerald und Silky Cloth. Silky Cloth ist auch nicht weiter wild, das machst du aus Strings und Gold. So, und dann kriegst du eben diesen Silky Jewel raus und den habe ich einfach hier per Toolforge dann zusammengecraftet und dann habe ich hier Silk Touch drauf gehabt. Ist nicht schwer, kann jeder, schafft sogar ich. Daran soll es nicht scheitern und soll machbar sein, das auf jeden Fall. So, ich brauche aber, so wie ich das hier sehe, noch einen Liquid Translocator. Ich weiß, ich hatte nämlich einen in der Tasche gehabt und habe mich immer gewundert, wo der herkommt. Liquid. So, und der ist nicht hier. Dann ist er hier. Liquid. Da ist er. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich den eingeschleppt habe hier. Ne? Also muss man ja auch immer vorsichtig sein. Man nimmt ja immer irgendein Grützzeug mit. Nein. Ich kann es wieder zurückgehen. Minion. Ich brauche nämlich Molten Steel. Molten Steel. So, dann kannst du nämlich... Nee, brauche ich gar nicht. Ha, warte mal, ich brauche nur noch Obsidian. Hui, Obsidian. So, dann schmeißen wir das nämlich auch noch mit rein. Dann kannst du... Ah ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Blocks Molten Steel. Wenn ich jetzt sage, ich schmeiß noch ein bisschen Kohle rein, dann sollte das ja auch gehen, ne? Warte mal, komm mal her. Wird ein bisschen chaotisch, die Folge, aber so kennt man mich ja, ne? Ist ja nichts Neues. Von daher, Kohle. So, von daher, alles gut, würde ich sagen, ne? Können wir mit umgehen, ne? Würde ich sagen. Da kennen wir ja nicht. So, dann kann er hier ein bisschen Obsidian machen. Dann ist das, glaube ich, auch okay. So, dann soll er die Kohle nochmal durchlutschen. Und dann haben wir, glaube ich, alles soweit im Bereich des Möglichen, wo wir auf jeden Fall mit leben können. Das finde ich, glaube ich, ganz in Ordnung. Auch habe ich in der letzten Folge gesagt, ich schneide eventuell das ganze Schniefen raus. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Hast du wahrscheinlich gemerkt. Ich habe es erfolgreich verdrängt. Ich habe es mir erfolgreich verkniffen. Und von daher alles gut. Nicht verübeln. Es ist halt leider Gottes mal wieder so ein bisschen Schnuppenzeit. Das Wetter ist ja auch echt kacke draußen, ne? Ist das bei euch auch so? Bei uns regnet's und stürmt und alles mistig und überhaupt und sowieso. Molten Dark Steel. Hier, da haben wir es nämlich. Das ist unser begehrtes Produkt, was wir haben wollen. Molten Dark Steel. Jetzt haben wir schon mal einen Block Dark Steel. Das ist schon mal schwer in Ordnung. Jetzt müssen wir nur gucken, wie viel reicht auf jeden Fall nicht. Das können wir nochmal nachmachen. Denn wir haben auf jeden Fall hier noch eine ganze Ecke über, was wir zu Molten Dark Steel machen können. Also von daher alles gut. Da wird schon wieder mehr. Läuft. Ich mache das mal kurz fertig, dann müssen wir nicht die ganze Zeit reden und warten, bis alles soweit ist. So, 9 Stück haben wir fertig. Das können wir jetzt einfach nochmal durchlutschen hier als 16 mal Iron Bars. Und dann können wir ja eigentlich mal schauen. With the proof. Reinforced Obsidian. Das heißt, wir brauchen noch Grains of Infinity. Das habe ich, glaube ich, oben soweit. Wir nehmen mal die Blöcke mit. Warte, lass mir ganz kurz schauen, was haben wir hier noch? Ein Block Molten Steel. Geht natürlich nur mit leerer Hand, wie es immer so ist. Na klar. So, dann kann der Rest einfach nochmal ablaufen und dann soll er sich in Ruhe fertig machen. Dann haben wir aber zumindest schon mal
die ganzen Grundsachen vorgelebt. Grains of Infinity. So, dann können wir nämlich sagen, wir machen jetzt mal, wie viel brauchen wir denn? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich weiß das immer. Ich vergesse das immer wieder. 9, 10, 11, 12, richtig? 4. So, pass auf. Dann machen wir hier nochmal weitere Iron Bars. So, dann hätten wir das auch. 2. Warum? Warum nur 2? Woran es fehlt ein Grains of Infinity. Das heißt, wir haben schon mal 6. Dann können wir das Ganze nämlich schon mal aufbauen, bevor ich jetzt nochmal runtergehe und mir ein neues Grains of Infinity hole. Und zwar habe ich das, wie habe ich das immer gehandelt? Verdammt. Warte mal, 2? War das so? 2? Dann habe ich... Ist das so richtig? Oder ist das zu hoch? Nee, das war, glaube ich, richtig, ne? Ich glaube, das war richtig. Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal Flint in Steel. Haben wir hier... Haben wir das zufälligerweise hier drin alles? Wozu hat man denn in Twilight Forest, dass man einfach halt hier nochmal ein bisschen was anstecken kann? Macht man ja gerne so ein bisschen mit dem Feuer rumspielen. Nein, bloß nicht, ne? Also Leute, bloß nicht einfach so aus Langeweile und weil es vielleicht toll ist, mit dem Feuer spielen, weil das ist nie toll. Spielereien mit Feuern sind immer scheiße, ist einfach so. So, ich lasse es jetzt einfach nur nochmal ein bisschen abfackeln hier, dass wir vielleicht noch ein bisschen Grains of Infinity bekommen, dass wir oben nochmal etwas weitermachen können mit unserer Wither-Falle, weil ich habe keinen Bock drauf, den Wither einfach so hier irgendwo spawnen zu lassen und dann läuft er mir weg oder macht mich noch tausendmal tot oder wie auch immer. Das will ich halt nicht. Dafür gibt es eben halt diese Wither-Proof-Steine, die ich persönlich sehr, sehr schätze, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Deswegen liebe ich Modpacks, weil du eben mit diesen Modpacks richtig klassischerweise, los, geh aus und gib mir noch einen. Bitte. Bitte. Arschloch. Okay, das heißt, wir haben keine mehr. Dann gehe ich ganz kurz nach Hause. Homme. So, dann sind wir nämlich zu Hause. Ist geil, ne? warte, wir brauchen noch ein Table. Und dann haben wir hier dieses Ding. Und können noch mal... Nein. Woran scheitert es jetzt? Ach, an Iron Bars. Okay. Nee, und dann finde ich das nämlich schwer cool. Schwer in Ordnung. Dass ich... diese Modifikation habe, diese Mod, dass du einfach wirklich diese Witherproof-Steine machen kannst und dann ist es wirklich einfach so, es interessiert dich nicht weiter, was da passiert. Es ist halt einfach cool. Das finde ich halt schwer in Ordnung. So, pass auf, jetzt haben wir hier diesen hier und dann können wir da oben nochmal den einen draufsetzen. So. Genau. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Das heißt, unten 2, dann hast du hier einmal 9 und dann hast du hier den einzelnen leeren. Das heißt, wir lassen jetzt einfach diesen Onkel spawnen. Dafür brauchen wir Soul Sand. Den habe ich hier auch irgendwo. 1, 2, 3, 4. So, ich hoffe, das geht hier noch genauso. So, dann brauchst du nämlich einen T. So, und dann brauchst du dafür einfach nochmal ein paar Wither-Köpfe. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Wither Dust, Wither Skull Fragment, das war das, glaube ich, gewesen, ne? War das damit? Wither Skull. Wither Skeleton Skull. So, und das können wir machen mit, ach, herrje, wir brauchen Withered Rib. Ach nee, geht noch weiter. Ach, 9 brauchen wir davon, okay. Das heißt, wir brauchen davon gut 3 Schädel. Ja, okay, sind 7. Geht schon. So, und jetzt hoffe ich, wenn wir das Ding jetzt spawnen lassen, dass der mir jetzt hier nicht alles zerschießt. So, da ist der Wither gespawnt. Ich hoffe, da kann ich abhauen. Ich hab den zu... Wir müssen Abstand, weil sonst macht's Peng und dann bist du kaputt. Nee, er kann nicht weg. Okay, das ist schon mal cool. Und dann können wir ihn nämlich hier einfach schön einmal ganz kräftig... abdrücken und sagen, hey, du bist mein.
Wie du siehst, er macht einfach keinen Schaden. Ich habe Superium. Woo! Und ich habe einen Netherstar. Richtig cool. Und ich habe eine Flagge. Fragment of Noon. So, und das Schöne ist nämlich, ich habe hier eine Infinity Booster Card. Yes! Ist sehr wichtig für unser späteres ME-System. Und was haben wir hier? Witherboss Trophie. Ach, guck, wir haben so, es gibt sogar eine Trophäe. Wie cool ist das denn? Und wir haben unser Yellow Heart. Sehr geilo. So, das heißt, wir haben nämlich jetzt einfach von hier vorne dieses Ding komplettiert, bekommen dafür 20 RK, das ist auch schon mal schwer in Ordnung, können wir mit leben. Das heißt, wir können jetzt sozusagen dieses Ding bauen, ein Endcrystal. Diesen Endcrystal, den brauchen wir später dann auch nochmal, aber das machen wir dann in Massenproduktion, weil dafür gibt es diesen schönen Wither-Builder. Halt dahin. Das ist dieser hier, der Wither-Builder. Der baut dir automatisch den Wither zusammen und mit dem Mob-Grinder, das ist nämlich das nächste Zusammenspiel, können wir den Wither nämlich automatisch töten lassen. Voll geil. Und dann haben wir nämlich einfach mal ganz krass eine automatische Wither-Farm. Das finde ich schwer in Ordnung. Du musst eben nur zusehen, dass du genug Wither-Fragmente zusammenkriegst. Du musst zusehen, dass du genug Strom hast, dass du beides bedienen kannst, ist der andere Punkt. Und dass du auch das Ganze sozusagen vernünftig abführen kannst. Dafür brauchen wir noch ein paar mehr Reinforced Obsidian. Die werde ich jetzt offscreen nochmal vorbereiten, dass wir da genug von haben. Und dann, weil das dauert, du hast gesehen, wie lange das dauert. Und dann werde ich eben diesen Wither-Spawner bauen mit diesem Mob-Grinder. Das heißt, wir haben eine neue Mob-Falle. Die ist dann allerdings auch unter Strom. Deswegen müssen wir nochmal schauen, dass wir auch genug Strom erzeugen können für diese Falle. Ich werde jetzt erstmal spaßeshalber damit dann einspawnen lassen. Und dann mal schauen, wie die Falle sich verhält, wie vom Strom her, wie lange das braucht, bis er tot ist, das weiß ich eben nicht, ob der mit einmal weg ist, ob der länger braucht, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, würde ich mal so behaupten, und dementsprechend sage ich jetzt erstmal, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo, wenn ihr abonniert, das ist kostenfrei, im Übrigen kostet auch nichts, dann bitte auch die Glocke mitdrücken, damit ihr auch die Erinnerung bekommt, wenn ich ein Video hochlade. Ansonsten gerne einen Daumen hoch und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir auch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mir keinen Daumen hoch gebt, dann gebt mir trotzdem einen Daumen hoch und dann ist alles gut. Habe ich noch einen schönen Sonntag, bis vielleicht nachher. Tschüss!